fährt das Ding gleich wieder runter, das kenne ich. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wenn ihr fürchtet, dass jetzt schon mein Referat kommt, geirrt, das kommt erst morgen. Ich spreche jetzt öfter aus verschiedenen Gründen, aber bei den nächsten Parteitagen wird sich das dann auch wieder ändern. Jetzt geht es zunächst um den Strukturvorschlag, den der Parteivorstand, der geschäftsführende Vorstand, die Landesvorsitzenden unterbreitet haben und der letztlich durch einen Mitgliederentscheid auch bestätigt worden ist, wovon wir, glaube ich, auszugehen haben. Ich fange mal an mit der Doppelspitze bei den Parteivorsitzenden, die wir vorschlagen. Wir haben 8 Landesverbände mit Doppelspitze, das ist eine ziemlich klare Westtradition. Wir haben 8 ohne, das heißt 2 aus den alten Bundesländern, 6 aus den neuen Bundesländern. Und der Zufall will es, dass bei den 6 ohne Doppelspitze überall Männervorsitzende sind. Das war nicht immer so. Das will ich auch niemandem unterstellen. Und trotzdem sage ich, dass es vielleicht ein deutliches Zeichen dafür ist, dass wir im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter tatsächlich zu einer Doppelspitze bei der Spitze der Partei übergehen sollten. Es kommt allerdings etwas hinzu, und das will ich überhaupt nicht leugnen, dass wir noch nicht den Vereinigungsstand erreicht haben, dass ich sagen könnte, es wäre richtig, wenn wir allein eine Ostdeutsche oder allein einen Westdeutschen zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der Partei wählten. Ich meine, wir brauchen noch beide, bis der Prozess in 2, spätestens in 4 Jahren abgeschlossen ist. Also, es handelt sich auf der einen Seite um einen Motor für die Gleichstellungspolitik, und auf der anderen Seite handelt es sich um einen Motor für unsere Vereinigung. Beides kommt zum Ausdruck. Für die Feministinnen und Feministen unter uns ist das nicht ganz so leicht zu akzeptieren, dass die Ost-West-Frage damit hineinspielt, dass sie dabei hilft, die Doppelspitze zu gründen. Aber nun ist es halt so. Und wir sollten die Gelegenheit einfach nutzen. Wir schlagen euch weiterhin 3 Stellvertreterinnen und einen Stellvertreter vor. Ich glaube, dass unsere Stellvertreterinnen und unser Stellvertreter künftig aktiver werden müssen. Wir müssen ihnen eine stärkere Rolle in der Partei zubilligen. Aber sie vertreten nicht die Strömung A, B, C und D, sondern sie vertreten die beiden Vorsitzenden und sind zuständig für die Gesamtpartei. Genau das muss deutlich werden. Ja, und dann kommt der schwere Fall, dass wir euch eine doppelte Geschäftsführung vorschlagen. Hat keine andere Partei. Aber erstens sind wir was Besonderes. Zweitens gibt es viele Unternehmen, die das haben, die damit gar nicht so schlecht gefahren sind. Drittens sind wir in einer schwierigen Situation, weil wir die Vorsitzenden verlieren, weil wir den Bundesgeschäftsführer verlieren, weil wir den Bundesschatzmeister verlieren und wir darauf achten müssen, dass wir jetzt eine Struktur herstellen, auch bei der Geschäftsführung, die Ost und West zusammenfügen. Und deshalb ist dieser Kompromiss in dieser Nachtdiskussion entstanden, dass man gesagt hat, nein, dann lass uns auch eine doppelte Geschäftsführung organisieren. Und nun kenne ich natürlich auch Bedenken dagegen. Aber möchte ich Folgendes sagen, was ist denn daran so schlimm, dass wir es 2 Jahre mal versuchen? Wenn es uns nicht gefällt, schaffen wir es danach ab und wenn es uns gefällt, machen wir es 2 Jahre weiter. Na und? Wir müssen doch nicht so tun, als ob das ein halber Weltuntergang wäre. Ganz im Gegenteil, es kann auch eine Bereicherung für uns sein. Und zwischen den beiden, die wir vorschlagen, stimmt auch die Chemie und deshalb glaube ich an eine gute Geschäftsführung durch die beiden. Und dann schlagen wir 2 Parteibildungsbeauftragte vor. Im Juni vergangenen Jahres habe ich unter eurem starken Beifall vorgeschlagen, dass wir bestimmte Dinge im Sinne der Vereinigung organisieren müssen. Dass Landesvorstände Ost und West sich treffen, gemeinsame Projekte entwickeln. Dass sie nicht nur miteinander diskutieren, sondern dass sie abends zusammenbleiben, dass sie ins Hotel gehen, dass sie vermeinetwegen zusammen Bier oder Wein oder was anderes trinken, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, dass sie dabei streiten und dass sie am nächsten Morgen anders aufwachen als vorher. Ihr fandet die Idee gut. Dann wollten wir das auch für die Kreisebene. Wir wollten das auch für die Basisebene.
Und ich habe einen Fehler begangen. Die Idee habe ich verkündet, ich habe euren Beifall zur Kenntnis genommen und habe niemanden gefunden, der dafür zuständig war. Und dann hängt es eben leer in der Luft rum. So ist es. Jetzt beginnt das tatsächlich. Und jetzt möchte ich, dass wir zwei Parteibildungsbeauftragte, wieder eine Ost, eine West, beauftragen und sagen, kümmert euch darum, organisiert euch, lasst euch Projekte einfallen, sorgt dafür, damit die Vereinigung von unten in der Partei stattfindet. Sie reicht nicht von oben. Wir brauchen sie in der gesamten Partei mit unseren unterschiedlichen Ansätzen. Die doppelte Geschäftsführung, haben wir gesagt, für 2 Jahre. Können wir uns doch leisten. Und dann könnt ihr entscheiden und sagen, wir machen es noch 2 Jahre. Oder eben nicht. Also wir sind offen. Aber ich bitte euch immer an eins zu denken. Wir sind die einzige Organisation in Deutschland, die sich seit 1990 vereinigt. Alle anderen kannten nur Beitritte. Das ist was völlig anderes. Ein Beitritt bedeutet, dass die einen so zu werden haben, wie die anderen schon sind. Und eine Vereinigung bedeutet, dass sich alle zu verändern haben, um gemeinsam etwas Neues zu werden. Eine viel größere Herausforderung, viel schwieriger. Aber genau das müssen wir hinkriegen. Jetzt will ich noch was zu den Umständen sagen. Natürlich hätten wir das nicht gleich machen müssen. Aber ich kenne auch unsere Medienwelt. Wenn wir nicht uns zusammengefunden hätten, wenn in der Nacht die Landesvorsitzende, der geschäftsführende Vorstand, am nächsten Morgen der Parteivorstand, wenn wir nicht diesen Vorschlag unterbreitet hätten, ich sage gleich noch was zu den Personen, garantiere ich euch, dass in den Wochen danach eine Personaldebatte begonnen hätten, wo sie Stück für Stück unsere Personen beschädigt und kaputt gemacht hätten. Das kenne ich zur Genüge. Es war hier eine Frage der Verantwortung, relativ schnell bei einem entstehenden Vakuum einen Vorschlag zu unterbreiten und zu sagen, so, das ist unser Angebot. Jetzt diskutiert darüber, denkt darüber nach, ob ihr dieses Angebot annehmt oder nicht. Und ich finde auch nicht, dass das was mit einem Mangel an Demokratie zu tun hat, wenn Landesvorsitzender, ein geschäftsführender Vorstand und ein Parteivorstand dieser Verantwortung gerecht werden. Nur darum ging es, in einer besonderen Situation unserer Partei. Und in der waren wir und in der sind wir noch heute. Jetzt lasst mich noch etwas zum Mitgliederentscheid sagen. Das war ja nicht meine Erfindung. 9 Landesverbände haben sich zusammengefunden und wollten das. Okay. Man kann auch sagen, Mitgliederentscheide sind eigentlich da für inhaltliche Fragen, nicht für Strukturfragen. Aber nun hat das stattgefunden. Dann gab es ja auch vorhin einen Einwand, dass alles die ersten 3 Fragen nur zusammen abgestimmt werden konnten, nicht getrennt. Verstehe ich auch den Einwand. Hätte ich vielleicht auch anders gemacht. Aber die hatten auch eine Überlegung. Die Überlegung war, dass zum Schluss die Landesvorsitzende, der geschäftsführende Vorstand und der Parteivorstand das auch nur gemeinsam abstimmen konnten. Weil wenn du über Nacht einen komplizierten Kompromiss erarbeitest, und ich sag euch mal, das ist nicht meine Leidenschaft, die Nacht damit zu verbringen, auch wenn das viele glauben. Ich verbringe Nächte auch lieber anders, ich sag aber nicht wie. Also, wenn du dann in der Nacht einen solchen Kompromiss erzielst, nach vielen Debatten hin und her und Diskussionen, dann kannst du nicht sagen, jetzt nimm mal den Teil A an und B lässt du sausen und C nimmst du nicht an, weil das ja alles aufeinander abgestimmt ist. Und da haben die sich gedacht, ja, wenn wir die Schwierigkeit hatten, über alles zusammen abzustimmen, dann sollen auch die Mitglieder über alles zusammen abstimmen. Und ich nehme an, nachher wird es auch einen Antrag geben, getrennt abzustimmen. Kann man machen, ich habe gar kein Problem damit. Aber um eins bitte ich euch. Jetzt haben wir den Mitgliederentscheid auch zu respektieren und ihn nicht zu interpretieren. Und das heißt, wir müssen meines Erachtens dieser Strukturveränderung auch zustimmen. Denn es war ja doch erstaunlich, wie viele sich an dem Mitgliederentscheid beteiligt haben und welch hohen Grad an Zustimmung auch die Strukturvorschläge bekommen haben. Ich bin übrigens, die Journalistinnen und Journalisten sind ja auch schlau, 2 Tage vorher fragten die mich, ab wann denn das Ergebnis annehmbar sei. Da habe ich gesagt, das ist doch keine inhaltliche Frage, das ist eine Strukturfrage. 50% plus eine Stimme ist ohne Mehrheit. So lang oder so lang. Und zum Glück habe ich 1 Tag vorher, als ich das Ergebnis genauso kannte wie ihr, gesagt, für mich ist jede Mehrheitsmeinung verbindlich. Ob es so lang ausgeht oder so lang ausgeht. Und nun ist es so lang ausgegangen und jetzt sollten wir das auch respektieren und den Willen der Mitgliedschaft umsetzen diesbezüglich. Applaus.
Und ich hoffe, ich sage das hier auch ganz offen, das, was wir hier veranstaltet haben in diesem Jahr, das wird es so in 2 Jahren nicht mehr geben. Und schon gar nicht in 4 Jahren. Und dann werden wir andere Wege finden. Aber eins sage ich auch, wir müssen mal eine Struktur finden bei Wahlen. Wisst ihr, die Vorsitzenden, die kennt man immer. Da weiß man ja, wen man wählt und wen man nicht wählt. Ich sage euch, was für mich eine unbefriedigende Situation ist. Ich weiß, das gilt als demokratisch. Da stehen 3 Leute, ich soll einen davon auswählen. Die stellen sich jeweils 3 Minuten vor, dann gibt es an die 3 Leute je 2 Fragen. Ich kenne im Kern alle 3 nicht. Und dann gehe ich so nach meinem Instinkt. Und der kann täuschen. Wenn du nach dem Aussehen gehst, wird es noch unfairer. Also ich möchte mal, dass wir uns mal Gedanken machen, gründliche Gedanken machen, wie man eigentlich Wahlen so vorbereitet, dass ich genau weiß, was ich entscheide, wenn ich A wähle oder wenn ich B wähle oder wenn ich C wähle. Das ist für mich eine wirklich zentrale, wichtige Frage. So, nun komme ich mal zu unseren Personalvorschlägen. Die stammen ja übrigens nicht alle von mir, aber ich werde sie jetzt alle unterbreiten und ich sag auch nicht, welche von mir stammen und welche nicht. Und wenn ihr es schon wisst, ändert das auch nichts daran. Also, als erstes denke ich, wir sollten zur Vorsitzenden unserer Partei Gesine Lötsch wählen. Gesine ist 1961 geboren worden, sie ist verheiratet, sie hat 2 Kinder, sie ist Philologin und jetzt erzähle ich euch etwas, was ihr alle nicht wisst. Ihr wisst, dass sie eine Promotion geschrieben hat, aber ihr wisst nicht welche. Sie hat nämlich über die mittelniederländische Bibelübersetzung von vor 1466 promoviert. Was ich euch sagen muss, es spricht nicht nur für einen hohen Grad an Bildung, sondern auch für Schlauheit. Keine Sau im Politbüro kannte sich diesbezüglich aus. Sie konnte also schreiben, was sie wollte. Sie ist Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie gehört dem Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Sie war Mitglied der SED. Und das ist mir wichtig. Sie stand damit im Dezember 89 und Anfang 90 vor einer Alternative, wie viele damals vor einer Alternative standen. Zu sagen, jetzt trete ich da aus, ich habe mit dem Verein nichts mehr zu tun, ich orientiere mich neu als Philologin, ich versuche auch meine berufliche Karriere entsprechend zu machen und ich trenne mich davon und sage, es war so ein Irrtum in meinem Lebenslauf, ist eben mal passiert und so aus bestimmten Gründen. Sie ist diesen Weg nicht gegangen, sondern sie ist bei uns geblieben und hat von Anfang an Verantwortung übernommen und sich um die Erneuerung unserer Partei wirklich auch Verdienste erworben. Und ich finde, das spricht für Sie als Vorsitzende unserer Partei. Seit 2002 hat sie in Berlin-Lichtenberg und Hohenschönhausen, ne, gehört dazu, das Direktmandat für unsere Partei erobert. Das war damals noch keine Selbstverständlichkeit. Und ich darf daran erinnern, dass sie, als wir 2002 herausgewählt worden sind aus dem Bundestag, wollen wir auch nicht vergessen, da gab es nur 2 Frauen, die direkt hineingewählt wurden. Das war Petra Pau und Gesine Lötsch. Und ich muss heute mal sagen, sie haben tapfer das Bild unserer Partei im Bundestag zu zweit aufrechterhalten. Petra Pau und Gesine Lötsch. Und deshalb finde ich, dass hier ein guter Vorschlag ist. Nun komme ich zum zweiten Vorschlag. Wir wollen ja auch noch einen Vorsitzenden wählen. Und da schlage ich euch Klaus Ernst vor. Klaus Ernst wurde 1954 geboren. Er hat eine Ausbildung zum Elektromechaniker durchlaufen. Er hat Volkswirtschaftslehre und Sozialökonomie studiert. Er war dann Gewerkschaftssekretär in der Stuttgarter IG Metall. Er war Mitorganisator des Streiks 1984 zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche. Und er ist seit 1995 gewählter erster Bevollmächtigter in Schweinfurt. Ich sage es mal ganz offen. Er war seit Jahren Mitglied der SPD.
Er hatte einen gut dotierten Posten bei der Gewerkschaft und er hätte sagen können, so mache ich es weiter bis zur Rente. Er hätte sagen können, na, ich kritisiere mal die SPD, wie es sich gehört, ich denke mal ein bisschen rum, ich kenne ja so ein paar Linke in der SPD, die machen das so. Und er ist einen anderen Weg gegangen, als er nicht mehr 30 war. Er ist den Weg gegangen zu sagen, ich verlasse jetzt wegen Agenda 2010, wegen Krieg, wegen Sozialabbau, aus vielen Gründen, weil die Sozialdemokratie sich entsozialdemokratisiert hat, weil sie nicht mehr zu ihren Zielen und zu ihrer Aufgabe steht. Deshalb verlasse ich die Partei und gründe eine neue linke Partei in Deutschland, die WASG. Ohne ihn hätte das Ganze gar nicht stattgefunden. Das müssen wir sehen. Hätte das Ganze gar nicht stattgefunden. Und ich finde, das ist schon ein Grund, ihn zu wählen. Und ich finde auch, dass das Paar Gesine Lötsch, Klaus Ernst geradezu traumhaft zusammengesetzt ist. Die sind sowas von verschieden, dass daraus nur was Gemeinsames entstehen kann. Klaus Ernst spricht schnell. Aber er ist doch sehr medienwirksam. Also ich weiß noch, wie er die CSU im Bayern-Landtag vorgeführt hat mit der ganzen Entfernungspauschale, dem Kilometergeld. Das war eine tolle Rede. Natürlich, wenn einer viel und schnell spricht, sagt er auch mal einen Satz, über den sich welche ärgern. Mein Gott, na und? Wer von uns kann denn für sich in Anspruch nehmen, noch nie einen Satz gesagt zu haben, über den er sich nachher geärgert hat? Also das ist doch wohl normal. Ich möchte so einen lebendigen Typ haben, wo ich weiß, der bewegt was, der geht nach vorne, der schläft nicht ein, ganz im Gegenteil, er macht uns alle wach und das spricht für ihn. Nun komme ich zu den stellvertretenden Vorsitzenden. Wir schlagen euch als eine stellvertretende Vorsitzende, die bisherige stellvertretende Vorsitzende Katja Kipping vor. Katja ist durch und durch ein politisches Talent. Katja vertritt mit Vehemenz eine gerechte Sozialpolitik und sie organisiert sich dafür. Sie geht neben ihrer Bundestagsmitgliedschaft in viele Gremien hinein, um das voranzubringen. Das liest man immer, das hört sich so leicht, aber ich sage euch immer, das ist mit mehr Arbeit verbunden. Ich kenne auch Leute, die sich davor drücken. Katja überhaupt nicht. Sie organisiert inzwischen den Dialog zwischen Linken an einem Institut. Sie ist Mitherausgeberin einer Zeitschrift. Übrigens muss ich bei ihr auch sagen, sie ist geboren 1978. Ich sage jetzt gar nicht, wie alt ich damals war. Sie hat Slawistik, Amerikanistik und Rechtswissenschaft studiert. Auch eine schöne Mischung. Und dann ist sie 1998 in die PDS eingetreten. Sie hatte doch 1998 ganz andere Möglichkeiten, dazu noch in Sachsen, wo die PDS ziemlich ausgegrenzt war. Aber diesen Weg ist sie gegangen und den ist sie als junge Frau sehr bewusst gegangen und hat gesagt, nein, ich gehe nicht den Weg zur SPD oder zu anderen oder gar nicht in der Partei, sondern suche nur meine entsprechende berufliche Entwicklung. Ich finde, dass man das anerkennen soll. Also, seit 68 in der PDS, von 99 bis 2003, was habe ich gesagt, in der PDS, ja. Ach so. 68, das war 10 Jahre vor ihrer Geburt, da war sie nur ganz kurz drin. Also, wieso denke ich bei dir gerade an 68? Ich kann es gleich sagen. Ihr werdet gleich die freudsche Fehlleistung verstehen. Also seit 98 in der PDS. Von 99 bis 2003 war sie Stadträtin in Dresden. Nicht unwichtig, dass sie Kommunalpolitik kennengelernt hat. Von 99 bis 2005 war sie Abgeordnete im Sächsischen Landtag. Und seit Juni 2007 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Linke. Jetzt werdet ihr das gleich verstehen. Sie ist nämlich Redakteurin des Magazins Prager Frühling. So kam ich auf 68. Also, und sie leistet zurzeit eine sehr gute Arbeit als Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag. Und schon deshalb sollten wir sie auch zur stellvertretenden Vorsitzenden unserer Partei wählen. Ich habe gesagt, sie ist ein politisches Talent und ich sage euch, sie ist auch ein Medientalent. Und wir dürfen diese Art der Professionalität nicht unterschätzen.
Wir wählen immer sehr ideologisch und zu wenig nach Professionalität. Wir brauchen aber Leute an der Spitze der Partei, die das auch können, die auch umgehen können, die auch mit Angriffen umgehen können, die auch erwidern kann. Und ich finde, sie kann es gut. Und deshalb bitte ich Sie, Sie zur stellvertretenden Vorsitzenden unserer Partei zu wählen. Die zweite, die ich euch vorschlage, ist Halina Wawrzyniak. Halina Wawrzyniak war auch schon stellvertretende Vorsitzende unserer Partei. Sie hat sich ebenfalls für die PDS entschieden, als sie sehr jung war, obwohl sie auch hätte einen anderen Weg gehen können. Ich weiß, dass sie auch das Forum Demokratischer Sozialismus organisiert. Es kommt gleich eine andere Kandidatin, sodass ich finde, dass die Mischung stimmt. Und sie hat ein ungeheures Organisationstalent. Ich habe viele Parteitage unserer Partei erlebt, auch früher, als wir noch eine andere Partei waren. Ob sie die Schiedskommission gemacht hat oder die Antragsberatungskommission, sie hat uns immer organisatorisch durchgeführt. Und ich sage euch, wir brauchen in der Parteiführung unterschiedliche Talente. Sie ist ein organisatorisches Talent und das brauchen wir dringend. Und außerdem ist sie inzwischen Rechtsanwältin, das spricht auf jeden Fall für Sie. Und es kommt noch was anderes hinzu. Sie vertritt ihre Standpunkte immer klar und deutlich. Sie ist alles Mögliche, aber überhaupt nicht intrigantenhaft. Sie kommt nie von hinten, von der Seite, heimlich. Nein, sie sagt, so sehe ich es nun mal. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist doch ein Vorteil für eine stellvertretende Vorsitzende unserer Partei. Als neue stellvertretende Vorsitzende unserer Partei schlage ich euch Sarah Wagenknecht vor. Sarah Wagenknecht war, ist und bleibt in unserer Partei streitbar. Aber sie ist auch ein Medientalent. Und sie kann ihre Standpunkte klar formulieren und sich diesbezüglich auseinandersetzen. Die Tatsache, dass sie immer schwer angegriffen worden ist, hat nie etwas an ihrer Meinung und der Art, wie sie ihre Standpunkte vertreten hat, geändert. Und lasst es mich sagen, Genossinnen und Genossen, weil ich ja auch weiß, welche Kritik es an ihr in meiner Partei gab. Niemals hat sie je eine einzige Sendung des Fernsehens, eine einzige Sendung des Rundfunks oder ein einziges Interview in einer Zeitung genutzt, um ein anderes Mitglied unserer Partei in irgendeiner Form zu demütigen oder zu diffamieren. Das hat sie nie gemacht. Nie. Sie ist übrigens 1969 geboren. Sie hat Philosophie und neue deutsche Literatur studiert. Wobei ihr euch jetzt nicht unter neuer deutscher Literatur, die seit 1990 vorstellen muss, das ist die seit dem Mittelalter. Ne? Sie ist ein Fan von Goethe, wollte man auch wissen. Und sie ist, das finde ich auch spannend, 1989 Mitglied der SED geworden, das heißt zu einer Zeit, als ihr ganz viele entgegenkamen. Auch das ist ja eine Besonderheit an ihr, dass sie sagt, wenn alle austreten, trete ich mal ein. Das ist ihre Haltung. Und jetzt habe ich euch vorher Halina vorgestellt und jetzt Sarah. Und ich finde, genau diese Mischung stimmt. Was ich von beiden allerdings verlange, ist, dass sie jetzt nicht mehr eine Strömung vertreten, sondern die Gesamtpartei und die Stellvertreterin ihrer Vorsitzenden sein. Das müssen sie hinkriegen. In unserer Verlegenheit in der Nacht haben wir uns gesagt, ja, wir müssen ja auch einen männlichen Stellvertreter wählen, wegen der Mindestquote. Und da haben wir uns für Heinz Bierbaum entschieden. Und ich empfehle euch dringend, ihn zu wählen. Heinz Bierbaum ist geboren 1946. Er ist verheiratet und hat einen 17-jährigen Sohn. Er ist Hochschullehrer, er hat Soziologie und Betriebswirtschaftslehre studiert. Er war erster Bevollmächtigter der IG Metall in der Verwaltungsstelle Frankfurt am Main. 1956 war er Professor für Betriebswirtschaft. Seit 1996 ist er Professor für Betriebswirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.
mit dem interessanten Schwerpunkt Unternehmenspolitik und Unternehmensorganisation. Können wir auch was von lernen? Er ist Leiter des Instituts für Organisationsentwicklung und Unternehmenspolitik, das Betriebsräte und Gewerkschaften in wirtschaftlichen Fragen berät. Er war Mitglied der SPD bis 2004 und ist wegen der Agenda 2010, wegen der gesamten Entsozialdemokratisierung der SPD unter Schröder aus der SPD ausgetreten. Er ist 2004 in die WASG eingetreten, ist stellvertretender Vorsitzender unseres Landesverbandes im Saarland. Jetzt ist er Mitglied des Saarländischen Landtags und parlamentarischer Geschäftsführer. Er ist ein gebildeter Professor und ein aktiver Gewerkschafter. Er kennt sich an Hochschulen aus und in Gewerkschaften. Eine seltene Mischung, wenn ich das mal sagen darf. Das kriegt er fertig. Und er hat sich sein Leben lang eingesetzt für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen. Er ist auch ein Experte für Wirtschaftsdemokratie. Und die politische Demokratie in Deutschland, zu der ich morgen was sagen werde, die war ja immer dadurch gekennzeichnet, dass es keine Wirtschaftsdemokratie gab oder so gut wie keine Wirtschaftsdemokratie gab. Und genau er ist der Experte, sich dafür einzusetzen und zu engagieren. Ich meine, wir sollten Heinz Bierbaum zum stellvertretenden Vorsitzenden unserer Partei wählen. Jetzt komme ich zu den beiden Vorschlägen für die Bundesgeschäftsführer. Also, da ist zunächst Karen Ley. Karen Ley ist Dresdnerin mit westdeutschen Wurzeln. Sie kennt die Mentalität in Ost und in West und hat, wie ich finde, gute Voraussetzungen, schon deshalb unsere Partei zusammenzubringen. Geboren wurde sie 1972. Sie hat Soziologie studiert. Sie hatte viele Jobs. Einen muss ich mal erwähnen. Eine kurze Zeit hat sie die Reden für Renate Künast geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war die kurze Zeit, in der die gute Reden hielt. Und dann endete das. Und sie war aber nie Mitglied der Grünen. Sie ist als Westdeutsche in die PDS eingetreten in Sachsen. Auch keine Selbstverständlichkeit und keine übliche Biografie. Sie ist diesen Weg gegangen, weil sie erkannt hat, hier entsteht eine Linke, für die es sich lohnt, zu streiten und zu kämpfen. Und dafür hat sie sich auch beschimpfen lassen, dass sie diesen Weg gegangen ist. Und ich finde, das sollten wir auch mal respektieren und anerkennen, bevor wir uns über A oder B ärgern, welchen Weg Leute gegangen sind, die ja auch hätten einen ganz anderen Weg gehen können. Und das, finde ich, spricht für Karen Ley in jeder Hinsicht, wenn ich das hier ganz klar sagen darf. Als ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin der PDS im Sächsischen Landtag hat sie ebenfalls Organisationserfahrung. Und ich habe festgestellt, dass sie sich mit dem, den wir noch vorschlagen, gut versteht. Dass sie in der Lage ist, dass dort die Chemie stimmt. Dass sie beide auch in der Lage sind, für unsere Geschäftsführung wirklich etwas zu tun. Sie ist übrigens Mitglied des Naturschutzverbandes Bund, der Gewerkschaft Verdi, der Volkssolidarität und von ATTAC. Auch das zeigt natürlich, in welcher Richtung sie sich ambitioniert. In die Partei ist sie das erste Mal 2005 eingetreten, und zwar in unsere, um das auch mal ganz klar zu sagen. Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied des Sächsischen Landestages, sie war stellvertretende Fraktionsvorsitzende, auch arbeitsmarktpolitische Sprecherin und dann, wie gesagt, parlamentarische Geschäftsführerin, und nun ist sie Mitglied des Bundestages. Ich finde, dass ihre Herkunft dafür spricht, dass sie die Geschäftsführung in unserer Partei meistert. Und ich bitte euch, sie zu wählen, ihr das Vertrauen zu geben und damit auch ihre Biografie zu respektieren. Ich finde, sie hat es sich verdient und wir haben es uns auch verdient. Werner Dreibus wurde geboren 1947. Er ist verheiratet, hat eine Tochter. Er ist ausgebildet worden zum Chemiefacharbeiter. Er ist seit 1994 Bevollmächtigter der IG Metall Offenbach. Er war von 1970 bis 1993 in der SPD und ist ausgetreten wegen des Asylkompromisses. Schon das spricht für ihn, glaube ich. Er ist Gründungsmitglied der WASG und war bis 2005 geschäftsführendes Mitglied des Landesvorstandes Hessen. Er ist durch und durch ein großer Moderator. Sich mit ihm zu streiten, ist ungeheuer schwierig. Das ist überhaupt nicht sein Stil.
Er kann Konflikte schlichten, er kann sich einbringen, aber er arbeitet immer an Lösungen. Ich sage euch mal eine Aufgabe, die er jetzt in der Bundestagsfraktion erledigt hat. Unsere ganze Personalstruktur. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir haben das so gemacht am Anfang. Also jeder sollte aufschreiben, in welchen Ausschuss er wollte. Dann hatten wir, glaube ich, 28, die wollten in den Ausschuss Arbeit und Soziales. Dann mussten wir erklären, wir können dann nur vier reinschicken. Das war aber gut, dass wir das so gemacht haben. Wir haben ihnen dann die Zettel zurückgegeben und dann haben alle gesehen, so geht es nicht. Dann hatten natürlich alle Personalvorstellungen, und die laufen immer darauf hinaus, dass du drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchst, gespart werden kann ja bei dem anderen. Das kenne ich auch, alles seit Jahren. Und ich sage euch, das ist ein Job, in dem ich mich überhaupt nicht bewerbe. Und dann habe ich Werner Dreibus gefunden, der das Ganze zusammen mit Dagmar Enkelmann und anderen organisieren musste. Und ich sage mal, er hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Letztlich haben wir Einmütigkeit hergestellt und uns verständigt. Und diese Fähigkeit müssen wir nutzen, denn genau das brauchen wir in der Geschäftsführung. Und beide zusammen, Karen Ley und Werner Dreibus, sind dafür ein hervorragendes Paar. Und ich garantiere euch, das wirklich, ich garantiere euch, die verstehen sich die ganze Zeit über. Entweder die 2 Jahre oder die 4 Jahre, das entscheiden wir später. Aber die werden in keinen Konflikt geraten, der uns schadet. Ganz bestimmt nicht, beide nicht. Weder Karen Ley noch Werner Dreibus. Und deshalb finde ich, auch er hat die Wahl verdient. Als Schatzmeister schlage ich euch Raju Sharma vor. Also der ist seit 1990 im schleswig-holsteinischen Landesdienst gewesen. Der war unter anderem, das könnt ihr euch alles gar nicht vorstellen, Leiter des Ministerbüros, Justiziar, Europareferent im Sozialministerium, Gruppenleiter beim Landesrechnungshof, Referatsleiter in der Staatskanzlei, zuständig für Verwaltungsmodernisierung und Haushalt. Von 2005 bis 2009 war er Leiter des Referats für nationale Minderheiten, Heimatpflege, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Soziokultur, kulturelle EU-Angelegenheiten und Denkmalpflege in der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein. Also da hätten mich ja schon 2 Sachen überfordert. Das hat er alles erledigt. Dann hat er sich immer in der Friedensbewegung engagiert und ist seit 92 Mitglied der SPD gewesen, war da übrigens Kreiskassierer und Landesparteiratsmitglied und ist 2005 aus der SPD ausgetreten, um zu uns zu kommen. Er ist 2005 in unsere Partei eingetreten, in Schleswig-Holstein, war dann Landesfinanzrevisionskommissionsvorsitzender, war Sprecher der Linkspartei in der gemeinsamen Steuerungsgruppe von Linkspartei und WASG in Schleswig-Holstein im Rahmen des Parteibildungsprozesses. Und seit Juni 2007 ist er Mitglied der Bundesfinanzrevisionskommission der Linken und seit 2008 ihr stellvertretender Vorsitzender. Und Karl Holuber haben wir gefragt, ob er denn jemanden kennt. Und ich finde, dazu komme ich später, dass der Karl Holuber eine hervorragende Arbeit geleistet hat, Dazu sage ich noch was. Und Karl Holuber hat gesagt, ja, von allen, die er kennt, schlägt er uns Raju Sharma vor. Der wird unsere Finanzen schwer in Ordnung halten. Ich kenne unsere Geschichte. Wir hatten eine Krise 1990, dazu sage ich dann noch was zu einer anderen Person. Es war übrigens damals Dietmar Bartsch, der uns gerettet hat. Und wir haben seitdem nichts mehr diesbezüglich zu beanstanden gehabt. Und die eine kleine Kiste, die jetzt läuft, weil wir die WASG unterstützt haben, mit der wir uns anschließend vereinigt haben, das muss man nicht ernst nehmen. Das ist ja nichts Unlauteres. Das wissen ja auch alle Beteiligten. Unsere Finanzen, unser Vermögen sind sauber. Und dafür haftet künftig, finde ich, Raju Sharma. Und ich bin sicher, dass er das macht. Seine ganze Entwicklung spricht für seine Korrektheit diesbezüglich. Und als Schatzmeister brauchst du einen, der nicht auffallen will. Du brauchst einen, der nicht jeden Tag in der Zeitung stehen will. Das ist übrigens furchtbar, wenn dein Schatzmeister jeden Tag in der Zeitung steht. Das ist also für die Partei ziemlich am Ende. Du brauchst da einen, der eine Sacharbeit leistet und das auf möglichst bescheidene Art und Weise. Und das spricht für Raju Sharma. Deshalb bitte ich euch, ihn zu wählen. Und dann brauchen wir 2 Parteibildungsbeauftragte. Ich habe was zu Halina Wawrzyniak vorhin gesagt. Ich finde, dass sie neben dem stellvertretenden Parteivorsitz auch die Parteibildungsbeauftragte sein soll, weil sie gut organisieren kann und weil sie diesbezüglich auch nerven kann. Und ich sage mal, wir müssen diesbezüglich auch alle genervt werden, damit wir gemeinsame Projekte starten und die Vereinigung so schnell wie möglich voranbringen. Und dazu brauchen wir natürlich noch einen aus dem Westen. Und da schlagen wir euch Ulrich Maurer vor.
Er ist 1948 geboren. Das spricht schon mal für ihn, denn in dem Jahr bin ich auch geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Er ist Rechtsanwalt. Er ist 1969 in die SPD eingetreten, war seit 1975 Mitglied des Landesvorstandes von Baden-Württemberg, von 1987 bis 1999 SPD-Landesvorsitzender, bis 2001 Mitglied des SPD-Präsidiums und Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. 2005 ist er aus der SPD ausgetreten und in die WASG eingetreten. Mein Gott, der Mann hatte eine Karriere, der hatte eine Stellung, der hatte das überhaupt nicht nötig. Es war die reine politische Überzeugung, die ihn dazu gebracht hat, zu sagen, ich mache hier Schluss, ich gehe einen anderen Weg. Und das sollten wir respektieren. Seit 2007 ist er Mitglied unseres geschäftsführenden Vorstandes. Und jetzt übrigens, als Parteibildungsbeauftragter kandidiert er nicht wieder für den geschäftsführenden Vorstand. Er will nur Mitglied des Vorstandes sein, anders geht es auch gar nicht. Und das finde ich auch völlig berechtigt. Aber das wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen. Was höre ich jetzt? Da wird mir gesagt, tja, der setzt so die Dinge durch. Das stimmt. Er ist durchsetzungsfähig. Jetzt sage ich euch mal was zu mir. Ich mag Leute, die etwas durchsetzen, was ich will, und ich kann sie nicht leiden, wenn sie etwas durchsetzen, was ich nicht will. Das hat aber mit der Eigenschaft doch nichts zu tun, sondern mit meiner Einstellung dazu. Und ich sage euch, ich habe viele Leute in meiner Umgebung, die können nichts durchsetzen. Die sind alle sehr nett. Ich bin dankbar, einen zu haben, der auch was durchsetzen kann, der dann auch mal in Kauf nimmt, unbeliebt zu sein und zu sagen, ja, okay, jetzt werde ich ein bisschen beschimpft, aber wir kommen endlich voran in der Partei. Und das ist der Typ Uli Maurer. Und wir müssen unterschiedliche Fähigkeiten nutzen. Und er hat solche, die wir auch nutzen sollten. Unbedingt nutzen sollten. Es ist ein Problem, dass alle Mandatsträger sind. Das weiß ich. Aber ich sage euch auch, das hängt mit unserer Situation zusammen. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Jahren so entwickeln, dass immer mehr Leute aus den Kreisen, aus den Ländern einen Bekanntheitsgrad zumindest in unserer Partei erhalten, dass wir immer stärker auf sie zurückgreifen können. Aber wenn wir jetzt nicht diesen Weg gegangen sind, hätten wir gar keine Lösung gefunden. Das ist doch die Wahrheit. Und deshalb müssen wir uns damit abfinden. Und unsere Satzung setzt ja Grenzen. Mehr als 22 dürfen gar nicht in einem Mandat auf Bundesebene, Europaebene oder Landesebene stehen. Und das werden wir dann bei den Wahlen zum Vorstand beachten. Aber ich möchte auch auf was anderes hinweisen, was mich doch sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Was viel über unsere Entwicklung sagt. Also wenn ich das richtig sehe, bei allem, was ich euch jetzt an Personen vorgeschlagen habe, waren 2 in der SED, 5 in der SPD und 3 waren nur bei uns. Ich finde, es ist doch eine hervorragende Mischung, meine Damen und Herren von den Medien. Sie müssen das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Mit der ehemaligen SED, das haut nicht mehr hin. Das haut nicht mehr hin. Aber damit ich hier nicht falsch verstanden werde, wir grenzen nicht aus, deshalb bin ich auch dafür, dass wir 2 von der SED haben. Das hat auch was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Aber unabhängig davon, nein, ich finde das toll, wie wir uns diesbezüglich entwickeln. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, ich werde das morgen sagen und dafür steht diese Gruppe. Und das brauchen wir jetzt auch. Natürlich gab es bei uns welche, machen wir uns doch nichts vor. Die haben sich gedacht, wir wären größer, wir wachsen, aber wir bleiben, wie die PDS immer war. Und natürlich gab es bei uns welche, die haben sich gedacht, ja, wir holen die PDS, aber wir bleiben im Kern so, wie die WASG war. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben 30% Mitglieder, die waren weder in der einen noch in der anderen Partei, die verstehen gar nicht, worum wir da streiten. Und ich sage mal, unsere Chance, ob in Nordrhein-Westfalen oder in einem anderen Bundesland. Und ich komme morgen auch auf die 6 Wahlen, die wir ja nächstes Jahr noch zu absolvieren haben.
besteht doch darin, dass wir als eine neue linke Kraft wahrgenommen werden, die nicht traditionsfrei ist, die nicht geschichtsfrei ist, aber die weiß, dass sie Fragen neu zu stellen und neu zu beantworten hat und die darum ringt. Und dafür brauchen wir jetzt eine Führung, die das will und die uns voranbringt in der Friedensfrage, in der sozialen Frage, bei der Führung der Programmdiskussion und selbstverständlich auch bei der Vereinigung unserer Partei. Und deshalb bitte ich euch, den Strukturvorschlag und den Personalvorschlag anzunehmen. Dankeschön.